Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns das DJI Raven Eye Videosystem etwas näher anschauen. Wir werden dieses System sowohl in Verbindung mit einem Ronin S2 als auch alleine betrachten. Ebenfalls gibt es noch einen Reichweitentest, der sehr interessante Ergebnisse hervorbrachte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Schauen wir uns erst einmal diese kleine 126 Gramm leichte Box von außen an. Sofort fallen die zwei Antennen an beiden Seiten auf. An der rechten Seite finden wir einen USB-C-Anschluss für die Stromversorgung und an der linken Seite einen Mini-HDMI-Anschluss, wie auch ein weiterer USB-C-Anschluss für die Steuerung von einer Kamera. Auch gibt es einen eingebauten Akku mit 2970 mAh. Eine Akkuladung hat bei mir ca. 4 Stunden ausgereicht. Wenn das Raven Eye am RS2 installiert ist, dann wird dieses auch durch den Ronin mit Strom versorgt. An der Unterseite gibt es eine Halterung, die in einen Blitzschuh reingeschoben werden kann. So kann man das Raven Eye auch als eigenständigen Videotransmitter in einer Kamera benutzen. Etwas schade ist hier, dass der Fokus der Kamera nicht gesteuert werden kann durch die App. Das könnte man aber in einem Firmware-Update durchaus nachreichen. Was schon geht, ist das Steuern von der Blende, der Verschlusszeit und die ISO-Werte können geändert werden. Diese Funktionen sind aber stark abhängig vom Kameramodell. Einen Link zu einer Liste, in der die derzeit kompatiblen Kameramodelle stehen, habe ich euch in der Beschreibung geschrieben. Dieses Gerät ist also nicht nur in Verbindung mit dem RS2 oder RST2 zu benutzen. Auch gibt es die Möglichkeit, mit diesem kleinen Adapter, welcher ein 1/4 Zoll Gewinde besitzt, das Raven Eye an einer anderen Stelle, anstatt auf einen Blitzschuh zu montieren. Wenn man das Raven Eye alleine kauft, dann hat man nur die verschiedenen HDMI-Kabel im Lieferumfang. Die einzelnen Steuerkabel für die Kamera sind nicht dabei und müssen einzeln gekauft werden. Nun aber zum Haupteinsatzgebiet vom Raven Eye, am Ronin S2. Ich habe euch zwar schon einmal gezeigt, wie man dieses Teil installiert, aber hier trotzdem noch einmal ein kurzer Durchlauf. Das Raven Eye wird hier unten reingeschoben beim RS2. Nun wird die Stromversorgung, das USB-C-Kabel, hier links am Raven Eye und hier im untersten Anschluss am Ronin S2 angeschlossen. Im obersten Anschluss wird hier das Steuerkabel für die Kamera angeschlossen. Auf der anderen Seite vom Raven Eye wird das HDMI-Kabel angeschlossen, welches dann mit dem Steuerkabel an der Kamera angeschlossen wird. Nun muss das Raven Eye mit einem kurzen und langen Knopfdruck angeschalten werden. Auf dem Smart Device eurer Wahl müsst ihr euch nun mit dem Wi-Fi-Netzwerk vom Raven Eye verbinden. Das Passwort hierfür steht immer auf diesem Aufkleber. Wenn die Status-LED hier blau leuchtet, seid ihr mit dem Raven Eye verbunden. Wenn jetzt noch die Kamera angeschaltet wird, dann leuchtet diese grün. Nun, wo alles funktioniert, werfen wir einen Blick in die App. Beginnen wir hier an der linken Seite. Über diesen Button könnt ihr den Ronin neu zentrieren. Ein Button weiter unten findet ihr die Force Mobile Funktion mit Schiebereglern für die Geschwindigkeit und das Glätten der Bewegung. Dieses Feature funktioniert wirklich sehr gut und ist meiner Meinung nach ein Alleinstellungsmerkmal für diese Preisklasse von DJI. Die zeitliche Latenz ist sehr gering, nur bei sehr schnellen Bewegungen merkt man sie leicht, aber auch nur auf der Seite vom Video. Die Übertragung der eigentlichen Bewegung funktioniert 1:1. Jetzt gibt es dann hier noch den virtuellen Joystick. Dieser funktioniert auch ohne Probleme. Hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und die Glätte der Bewegung einzustellen. Die letzte Funktion hier auf der linken Seite ist der Raven Eye Assistant. Hier gibt es 5 Funktionen. Nummer 1 ist das Zebra. Dieses zeigt euch überbelichtete Bereiche an. Nummer 2 sind die False Colors. Hier steht blau für unterbelichtete und rot für überbelichtete Bereiche. Nummer 3 ist das Peaking. Diese Funktion hilft beim Erkennen von den scharfen Bildbereichen und hilft damit beim Fokussieren. Nummer 4 ist der Bereich, wo ihr eine LUT für euer Bild auswählen könnt. Es gibt für alle großen Kameramarken, die mit dem RS2 kompatibel sind, eine LUT. Aber auch die Funktion für eine eigene ist hier verfügbar. Nummer 5 und der letzte Punkt beim Raven Eye Assistant sind die einzelnen Farbkanäle, welche ihr euch einzeln anschauen könnt. Auf der rechten Seite ist hier natürlich der Aufnahmebutton. Wenn ihr über diesen eine Aufnahme startet, dann könnt ihr den Live-Feed auf dem iPhone auch speichern. Durchaus praktisch, wenn man mal schnell ein Replay haben will. Hier oben rechts könnt ihr dann zu den Raven Eye Einstellungen gelangen. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Hilfsrahmen einzublenden, manchmal ganz nützlich beim Framen eines Bildes. Dann gibt es hier noch verschiedene Bildverhältnisse, die man sich einblenden lassen kann. So ist das auch mit diversen Sicherheitszonen für das Bild. Der nächste Punkt behandelt das Focus Peaking, welches euch ich ja schon vorher gezeigt habe. Hier kann man jetzt die Intensität von dieser Funktion einstellen.
Auch gibt es dann hier nochmal die Möglichkeit für einen Marker in der Mitte. Also mit Markern seid ihr in der App wirklich super ausgestattet. Da kann man nicht meckern. Damit man zum Beispiel im weißen Winter die ganzen Linien noch immer im Bild sehen kann, ist hier die Möglichkeit gegeben, die Farbe von den Linien zu ändern. Auch die Breite lässt sich ändern. Einen Menüpunkt weiter unten kann man einstellen, was geschehen soll, wenn man den Aufnahmeknopf in der App drückt. In den Wi-Fi-Einstellungen könnt ihr einerseits das Passwort von RavenEye ändern und andererseits das Frequenzband wechseln. Standardmäßig ist hier 5,8 GHz eingestellt. Wenn ihr eine höhere Reichweite wollt, dann empfehle ich euch 2,4 GHz einzustellen. Welchen Unterschied das macht, zeige ich euch gleich im Reichweitentest. Auch der verwendete Kanal könnte hier geändert werden. Das war es jetzt fast mit der App. Natürlich könnt ihr über die App das Active Track aktivieren. Dazu muss einfach um das gewünschte Objekt ein Kasten gezogen werden. Hier lässt sich auch dann die Geschwindigkeit von Active Track ändern. Diese Funktion könnt ihr aber auch am Bildschirm vom Air Swipe benutzen. Dazu reicht ein Swipe von oben nach unten und ihr seht das Bild der Kamera. Hier kann ebenfalls ein Objekt mit einem Kasten ausgewählt werden. Nun zum Reichweitentest. Ich habe diesen auf einem freien Feld ohne Hindernisse gemacht. Mit Objekten zwischen RavenEye und iPhone kann die Reichweite abnehmen. Das muss euch bewusst sein. Im 5,8 GHz Modus bin ich auf eine Reichweite von 17 Metern gekommen. Im 2,4 GHz Modus waren das 55 Meter. Wir sehen also einen deutlichen Unterschied. Der 5,8 GHz Modus hat eigentlich nur den einzigen Vorteil, dass hier die Bildübertragung in einer besseren Qualität stattfindet. Meiner Meinung nach ist der 2,4 GHz Modus aber wesentlich vorteilhafter wegen der höheren Reichweite. Hier hervorzuheben ist, dass diese Werte stark von den Angaben von DJI abweichen. DJI gibt eine maximale Reichweite von 100 Metern an. Leider kann ich nicht sagen, warum es diesen großen Unterschied gibt. Jetzt zu meinem Fazit. Insgesamt bin ich sehr beeindruckt, was diese kleine Box alles leistet. Für einen Preis von gerade einmal 155 Euro kann man hier nichts verkehrt machen, meiner Meinung nach. Auch wenn man jetzt keinen Ronin hat, kann man das RavenEye-System super als Videotransmitter für kleines Geld benutzen. Die einzigen zwei Dinge, die mich etwas stören, ist einerseits die fehlende Funktionalität zum Steuern vom Fokus in der Ronin-App. Aber ich bin mir fast sicher, dass diese noch in Zukunft kommen könnte, hoffentlich. Und andererseits die nicht allzu hohe Reichweite. Diese könnte wirklich etwas besser sein. Für dieses Geld darf man aber natürlich auch nicht zu viel erwarten, denn richtig professionelle Videoübertragungssysteme können gerne einmal mehrere tausend Euro kosten. In die Beschreibung habe ich euch auf jeden Fall geschrieben, wo ihr das RavenEye gerade kaufen könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn es das gemacht hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar und ein Abo wäre natürlich auch super. Bis bald und tschüss!